Müsste laufen. Hört man mich? Man müsste mich hören. Okay. Kurz einen Augenblick, ich muss noch. Ach ja, die laufen schon, dann ist alles okay. Mal noch den Chat zurecht. Alles nachdem ich es beim letzten Mal ja dann irgendwie ein bisschen verkackt habe, irgendwie einen Zwergkämpfer zu bauen, habe ich mich nochmal bisschen mit dem Buch jetzt wieder auseinandergesetzt und habe nochmal ein bisschen Unterstützung vom lieben Plastiklöffel aus dem Nerdpool-Forum bekommen. Danke nochmal dafür. Und ich muss das Ding mal gerade hier. Das stört mich. Ja, hat mir ein bisschen bei der Übersetzung geholfen und das hat mir zumindest. Die Übersetzung mir größtenteils so stark geholfen, dass ich zumindest Charaktere für meine drei Spieler bauen konnte, mit denen ich gerade die Runde spiele, die Offline-Runde. Beziehungsweise ich hatte dann was aufgenommen. Ich muss halt auch nichts nochmal überprüfen. Das dauert immer so. Schneiden ist nicht gerade einfach. Egal. Egal. Was wollen wir heute machen? Ich will mich heute mal hinsetzen und ich möchte gerne heute mal insgesamt vier Charaktere in diesem Stream bauen. Davon zwei, bei denen ich schon ein bisschen Erfahrung habe. In dem Fall ein Kämpfer und ein Kleriker. Wir sehen jetzt hier schon den Kleriker Necric Elthale, ein menschlicher Kämpfer. Die sind super. 150, da. Genau. Dann haben wir Zacris. Einen Dragonborn Kleriker, den wir heute mal erstellen wollen. Gefolgt von Agash, einen Halborg Paladin. Und last but not least haben wir noch mich ärgern. Haben wir Lilmaya, eine Tieflingszauberin. Wie gesagt, das sind so die Charaktere, die ich heute mal testweise bauen möchte. Und wir fangen in jedem Stream. Das darf doch nicht wahr sein. Hier hat doch eben alles so gut funktioniert. Und ich muss halt nochmal neu starten, Sekunde. Ja, das ist, wenn man mal wie testweise was gemacht hat und dann hat das Ding keinen Bock mehr. Ich mache nochmal kurz den Chat aus. Also dann da. Ja, okay. Mal kurz aus. So, wo war denn da? Jetzt muss ich das Programm nochmal neu starten. Freude, schöner Götterfunke. Ja, Kubert, das ist mir heute nicht gut wohl bekommen. So, und einmal mehr. Ich werde öffentlich Dokuments im Fehler aufgetreten, Originaldatei kann nicht wiederhergestellt werden. Ist das lustig, ist das lustig. Okay, wo war ich jetzt? So.
Sorry Leute, etwas verzögert sich allerdings. Es ist so wunderbar, es ist so wunderbar. Ja, wie gesagt, es ist leider alles ein bisschen bescheuert jetzt gerade. Und hat noch alles funktioniert. Hat er keinen Bock mehr gehabt. Okay. Ich lasse das erstmal so, ich mach gleich mal eine Pause und dann schauen wir weiter. Das kann bitte zu sein. Das brauche ich auf den Kämpfer. Und das da sein. Dann kann ich das da auch wieder machen. Und dann müsste es eigentlich kommen. Da. Er zeigt ihm jetzt nicht mal einen Sekunde. Sekunde. Ach Gott. Wirklich leid. Es hat eben noch alles super funktioniert. Aber genau dann, wenn es funktionieren soll. Na, vielleicht kennt ihr einen oder anderes hier. Wenn es funktionieren soll, dann will es nicht mehr. Was kleiner, dann macht sich okay. Ah, Millimeterarbeit. Das ist ein Thema, ich versuche heute mal einen etwas besseren. Okay, dann online. Übertragen, der Stream wird fortgesetzt. Ah, Mann. Ich liebe es. Überhaupt nicht. So, was war da hier? Und müsste jetzt auch erkennbar für euch alle sein. Ist zugegeben ein bisschen größer als erwartet, aber ich glaube, so kann man es wenigstens lesen. Okay. Okay, um nochmal aufs Thema zurückzukommen, wir sind, wie gesagt, ich wollte gerade, wie gesagt, Zeichenfahren hier. Wie gesagt, ich wollte heute mal vier Testcharaktere für D&D 5 bauen. Wie gesagt, und ich wollte anfangen mit dem Krieger. Und wie man schon mal sehen kann. Oh Gott, ich habe eine Wespe hier drunter am Modellschirm, das ist nicht gut. Schreckt mir nicht meine Zuschauer, die ich gerade nicht habe. Hau ab. Hau ab. Und weg ist er, Gott sei Dank. Wenn es dann nochmal laufen soll. Scheiße. Okay. Okay. Also zurück zum Thema kommen, wie man sieht. Ich habe schon mal ein paar Sachen vorbereitet. In dem Fall, die Maus ist jetzt eigentlich da drauf. Das ist jetzt ehrlich gesagt. Ja, doch, das müsste man sehen. Okay. Wie gesagt, also ich habe schon mal einen Namen erstellt. Dazu muss ich sagen, ich benutze eine Seite namens fantasynamegenerator.com. Und dafür diesen Namen erstellt. Plus ich habe, wie gesagt, hier nochmal die Fighter-Klasse, wie gesagt, und das kann man auch mal jetzt eintragen. Wir sind ein Fighter Level 1. Und wir sind ein Mensch vom Geschlecht männlich.
Dann habe ich schon mal die Grundwerte eingetragen. In dem Fall habe ich tatsächlich mal gewürfelt. Also wirklich standardmäßig gewürfelt. Diesem Fall 4W6er. Kann man kurz erklären für alle, die das ein bisschen verstehen möchten. Für Anfänger ist es am besten so. Ihr benutzt 4W6 Würfel, also ein W6 muss man kurz erklären. Das sind die standardmäßigen Würfel, die kennt ihr vielleicht von Kniffel oder irgendeinem anderen Brettspiel. Ihr nehmt insgesamt 4 Stück dafür von. Boah, das fällt alles runter. Es ist heute. Ist mal wieder eine Bombe. Wie gesagt, 4 Würfel rollen und dann nehmt ihr dann quasi von die drei höchsten, das niedrigste lässt dann einfach weg. In dem Fall hätte ich jetzt eine 12 gewürfelt, das heißt quasi, ich habe das hier gewürfelt, die 1 kommt weg, der Rest wird zusammengerechnet und wir hätten diesen Attribut, hätten jetzt zum Beispiel eine 12. Und ich habe dafür relativ gut gewürfelt, ich habe wie gesagt eine Stärke von 17 ausgewürfelt, eine Dexterity, also eine Geschicklichkeit von 14, eine Konstitution von 16, wir haben eine Intelligenz von 11, eine Weisheit von 10 und ein Charisma von 12. Das sind erstmal die Grundkenntnisse, die man erstmal braucht, um einen Charakter überhaupt zu erstellen. Aber damit fängt es ja jetzt an, erstmal, wie gesagt, erst einmal, weil es kommen noch Werte dazu. In dem Fall sind wir, wie gesagt, wir sind ein Mensch. Hier, oder? Glaube ich hier. Ne, die waren ein bisschen weiter vorne. Da waren die Elfen, da waren die Halblinge. Also. Falsche Seite. Mit Notizen ein bisschen stich. Okay. Das sind sie, ja. Also dadurch, dass wir ein Mensch sind, fängt das mal lustig an, alle unsere Hauptwerte bekommen alle plus 1. Das heißt, wir haben jetzt eine Stärke von 18. Wir haben eine Geschicklichkeit von 15. Eine Konstitution von 17. Eine Intelligenz von 12. Eine Weisheit von 11. Und ein Charisma-Wert von 13. Wie gesagt, dann, so. Mehr bekommen die eigentlich auch nicht. Okay. Dann sehen wir natürlich hier unter den Hauptwerten natürlich noch kleine Felder. Und zwar bekommen unsere Hauptwerte einen sogenannten Modifikator. Und ich kenne die Werte leider nicht ganz auswendig, deswegen muss ich hier mal gerade die Tabelle suchen. Die steht hier drin. Billiges Score modifiziere ich das. Okay, also. Oha, wir haben eine Stärke, wie gesagt, von 18. Das gibt uns einen Modifikator von plus 4. Unsere Geschicklichkeit ist 15. Das gibt uns einen Bonus von plus 2. Konstitution ist wie bei der. Nee, das ist ein bisschen weniger. Das ist immerhin einer von plus 3. Intelligenz haben wir 12. Das ist ein Wert von plus 1. Das war falsch gestellt, sorry. Intelligenz gibt plus 1. Weisheit ist 11. Das gibt leider nichts. Deswegen kriegen wir einen Modifikator von 0. Und Charisma ist 13. Das gibt auch einen Wert von plus 1. Alles klar. Damit haben wir schon mal die Modifikatoren ausgewürfelt. Und die kommen erstmal wieder hier rein. Also wie gesagt, da Stärke plus 4. Geschicklichkeit plus 2. Konstitution von plus 3. Intelligenz plus 1, Weisheit war 0 und Charisma war, glaube ich, auch plus 1. Ja, war auch plus 1, okay. Haben wir schon mal gesagt. Das ist für unsere Rettungswürfe erstmal wichtig. Dann wechseln wir die Seite. Achso, ja, fällt mir gerade eine Sache, die ich auch gemacht habe, ist tatsächlich, jeder Charakter bekommt natürlich am Anfang ein bisschen Geld. Das variiert tatsächlich nicht von der Rasse her, sondern von der Klasse. Zum Beispiel jetzt hier unser Krieger bekommt 200 Gold für den Anfang. Wofür die brauche, zeige ich gleich, denn dafür müssen wir gleich noch die Ausrüstung kaufen. So, also Kämpfer. Unser Kämpfer, wir haben jetzt schon mal dieses Feld hier, die Bonuspunkte nehme ich hier immer gerne mal. Das wird ein bisschen einfacher. Wir sind Level 1. Da heißt das, wir kriegen plus 2. Die steigen dann mit Level 5 auf 3, mit Level 10 auf 4, mit Level 15 auf 5 und mit Level 17 dann auf 6. Das ist dann auch die höchste Menge. Das ist das. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, weil unser Krieger hat nämlich einen Rettungswurf auf Stärke und auf Konstitution.
Da bekommt er sich jetzt wirklich dann diese Proficiency Points noch dazu. Das heißt, wir haben einen Stärke-Rettungswurf von 6 und einen Konstitutionsrettungswurf von 5. Das sind, wie gesagt, die haben wir. Dann schauen wir mal, was kann. Ach ja. Und unsere Hitpoint Maximum ist ein W10, also in dem Fall ein D10. Das heißt, unsere maximale Stärke ist momentan das. Irgendwie ist die Stimme heute kaputt, Entschuldigung. Ist momentan wirklich ein W10. In dem Fall ist es dann auch unsere Klasserkämpfe. Eins. Also wie gesagt, da wir E plus 1, da wir gerade Level 1 sind, bekommen wir keine weiteren Boni dazu. Obwohl, das stimmt nicht ganz, weil wir kriegen noch Modifikator von der Konstitution mit dabei. In dem Fall sind das plus 3 plus. Modifikator plus 3. Also unsere maximale Lebensenergie erhöht sich immer um 1 W10 plus 3, weil Konstitution. Weil die Konstitution ist nochmal extra Lebenspunkte dazu. Das bedeutet, unsere momentanen Lebenspunkte sind, und das ist das Einfachste für allen, wir nehmen einfach immer 10 plus 3, wir haben momentan 13 Lebenspunkte. So, dann geht's weiter. So, dann kann ich mir noch zwei Skills auswählen. Wir haben die Auswahl zwischen Acrobatics, Animal Handling, Athletics, History, Insight, Intimidation, Perception und Survival. Also in Perception, das muss man dazu sagen, ist die Wahrnehmung. Das ist wiederum etwas, um Feinde ganz gut wahrzunehmen. Deswegen nehmen wir einmal die hier. Was können wir noch nehmen? Ja, das ist ein ziemlich starker Typ, sagen wir mal die Athletics gebe ich noch dazu. Alles klar. Das sind unsere Skills, die wir jetzt dazu gekriegt haben. Und die kriegen jetzt auch alle einen Bonus. Also in dem Fall Acrobatics bekommt Dexterity. Das sind plus 2. Animal Handling bekommt Wisdom. Da haben wir 0. Arcana, also Wissen in magischen Sachen, haben wir plus 1. Jetzt kommt's. Athletics ist wie gesagt ein gelernter Skill, den wir haben. Das heißt, wir bekommen jetzt Saving Throw, wir bekommen den Wert unseres Saving Throws, in dem Fall plus 6. Dann haben wir Deception. Da müssen wir mit Charisma, das sind auch wieder plus 1. History ist auch mit Intelligenz, also plus 1. Einsicht, Weisheit ist 0. 0. Intimidation, muss ich mal nachgucken, was das ist, habe ich leider vergessen, ist auch wieder plus 1. Investigation, also Untersuchung, ist wieder Intelligenz, also auch plus 1. Medizin, Wissen über Medizin ist leider wieder Weisheit, da haben wir nichts, also wieder 0. Wissen Natur, also Nature, ist auch wieder mit Intelligenz, also plus 1. Und ähnlich wie bei unseren netten kleinen Sachen hier, kommen, wie gesagt, die Proficiency Points dazu, weil wir haben diesen Skill ja gelernt. Wie gesagt, Wisdom wäre eigentlich 0, aber dadurch, dass wir noch 2 haben, bekommen wir für Wisdom plus 2 Proficiency Points. Dann Performance ist wie mit Charisma plus 1. Persuasion ist leider mir gerade unbekannt, ist allerdings auch mit Charisma plus 1. Wissen, Religion ist Intelligenz plus 1. Sleight of Hands, muss ich schon mal nachgucken, was ist das? Müsste Moment, Dexterity, habe ich plus 2. Stealth, also unbekannt sein, ist wieder mit Dexterity, wieder plus 2. Und Survival, das Überleben in der Natur, ist mit Weisheit, in dem Fall leider 0. Taste. Das sind unsere Skills. Haben wir schon mal ausgebaut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann schauen wir mal kurz, wo waren wir denn? Ja, Equipment. Wir bekommen natürlich ein bisschen Ausrüstung. In unserem Fall würde ich mal sagen, bekommt er eine Chainmail, also eine Kettenrüstung. Mal kurz was nachschlagen. Das war die Seite 143. Ne, das war 145, okay. Also wir haben eine Chainmail. Die gibt uns plus 16. AC übrigens Armor Class. Armor Class, wie man es zum Beispiel mal raushören kann, ist die Rüstung. Das heißt, wir haben schon mal
Eine Rüstung von 16. Geht noch weiter. Diese Chainmail, die kostet uns 75 Gold. In dem Fall sind das 195. 125 Gold haben wir noch doch übrig. Alles klar. Dann, man muss dazu sagen, man kann sich aussuchen. Entweder man nimmt, bekommt eine Chainmail oder man bekommt eine Löderrüstung mit Langbogen und 20 Pfeilen. Nee, Quatsch, ich krieg den Langbogen auch noch dazu. Scheiße. Moment, sehen. Longbogen. Da habe ich einfach mal 20 hin, weil wir kriegen 20 Pfeile dazu. Ist, okay, ist lang. Muss ich das hier machen? Auch nicht. Woanders. Versuch's mal mit einem Slash. Okay. Langbogen müssen wir mal gucken. Der bis zur Ende Seite weiter. Longbow, Longbow, Longbow. Wo ist er denn? Longbow. Oh, kostet auch mal 50 Gold. Das heißt, wir haben nur noch 75. Dann eine Kampfwaffe und ein Schild oder zwei Kampfwaffen. Sag mal, wie es ist. Ich nehmen würde dazu gerne das Schild nehmen. In dem Fall nehmen wir das dazu und wir kriegen das Schild. Das gibt uns nochmal eine Armor Class von plus 1. So, das heißt, wir haben schon mal eine komplette Armor Class von 17. Und was nehmen wir denn für eine Waffe? Ich würde sagen. Moment, jetzt müssen wir. Nee, wir müssen erst mal gucken, das Schild. Was kostet denn das Schild? Das Schild kostet uns nochmal 10, also haben wir noch 65. Und dann, das würde ich aber sagen, haben wir aus traditionell, wir nehmen einfach das Langschwert. Langschwert kostet nochmal, Moment, ich habe es noch gesehen, nochmal 15, das heißt ja noch 50. Und dann bauen wir hier einfach mal Longsword hin. So, Moment, was haben wir noch? Dann können wir noch nehmen eine leichte Armbrust mit 20 Bolzen oder zwei Handäxte. Muss ja sagen, da wir jetzt schon Schwert und Schild haben, brauche ich nicht unbedingt zwei Äxte, deswegen nehme ich die Armbrust. Oh, leid. So. Ich fahre jetzt nicht eintragen. So. Moment, machen wir mal anders. Machen wir das hier weg. Einmal hin, hier. In Arrows. Hier sind die Bolts. Bolzen. Komme ich auch nochmal 20, okay. Dann kriege ich noch entweder das Dungeoneers Pack oder das Explorers Pack. Ich würde sagen, ja, ist Dungeons & Dragons. Wir nehmen einfach mal das Dungeon Explorer Pack. Das Dungeon Pack. Dungeoneer Pack, so heißt der Ding. Dungeoneer Pack. Muss man sagen, da sind jetzt aber auch verschiedene Sachen wieder drum drin. Und wir müssen auch noch mal gucken, was kostet jetzt die leichte Armbrust. Leichte Armbrust, wo ist sie denn? Ich habe sie eben noch gesehen. Crossbow Light, kostet uns nochmal 25, oha. Das heißt, wir haben noch 25 Gold. Und das Dungeoneers Pack muss ich auch noch mal gucken. Das kostet nochmal 12, also haben wir 15, 13 Gold nur noch. Dafür ist aber auch eine Menge drin, was genau das zeige ich gleich. Dann. Moment, das brauche ich hier gerade. Ein Notizzettelchen, quasi als Lesezeichen, damit ich die Seite nicht immer suchen muss. Alles klar, okay. Dann bekommen wir noch einen Fighting Style, denn unser Kämpfer muss ja auf einen speziellen Kampfstil spezialisiert sein, wie der Name schon sagt, ja. Und zwar haben wir hier Archery, das heißt, wir bekommen plus 2 Angriffe, wenn wir mit einer Fernkampfwaffe kämpfen.
Da wir eine leichte Armbrust und einen langen Bogen haben, wäre das eigentlich schon ziemlich cool. Dann haben wir noch bei den Defense, also Defensor. Solange wir eine Rüstung tragen, bekommen wir nochmal plus 1 auf die Armor Class dazu. Dann haben wir Dueling. Solange wir nur eine Waffe in Hand haben und eine andere keine, bekommen wir nochmal plus 2, dürfen nochmal plus 2 Schaden machen beim Gegner. Dann Great Weapon Fighting. When you roll one or two on a damage for an attack, protection. Wie gesagt, wir haben jetzt hier einen klassischen Kämpfer, deswegen ist der jetzt Attack und Sparingness, der ist ein Dueling. Dueling. Das heißt plus 2 Damage. Dann bekommen wir noch eine besondere Fähigkeit, nämlich den sogenannten Second Wind. Haben wir noch den Second Wind. Okay. Kurze Erklärung, was ist der Second Wind? Der Second Wind ist eigentlich ziemlich cool. Müsst euch das so vorstellen. Euer Kämpfer ist verwundet. Und er kann mit dem Second Wind, den er nur einmal am Tag übrigens einsetzen kann, danach braucht er eine lange Ruhezeit von mindestens 8 Stunden. Er geht quasi während des Kampfes in eine Art Meditation und kann sich selbst 1 W10 plus seine Stufe halt eben heilen. Angenommen, er ist irgendwie angeschlagen, hat nur noch einen Lebenspunkt. Und er sagt, und der Spieler sagt dann eben so, ich möchte jetzt Second Wind einsetzen. Müsst ihr allerdings beachten, ihr könnt danach nicht wieder angreifen oder sonstiges tun, sondern ihr geht quasi in euch rein und bekommt dadurch 1 W10 plus eure Stufe zu einem Lebensenergie wieder zurück. Das würde heißen, auf Klasse 1 wäre das im Prinzip 2 bis 11 Energiepunkte würde er regenerieren. Diese Sache. Passive Wisdom, Perception. Passive Weisheit oder Perception, ich glaube. Weil muss ich schon mal nachgucken, was das ist. Das weiß ich leider nicht genau. Ich glaube, schreibt die einfach mal ein. Man möge mich bitte erläutern bzw. korrigieren, falls ich was falsch habe. Ich habe wie gesagt einen Live-Chat und wenn das Video hier nachträglich auf YouTube hochgeladen wird, dann habe ich auch gerne noch eine Kommentarfunktion. Da kann man es mir gerne nochmal in Ruhe erklären. So, dann haben wir eigentlich soweit alles. Ah, nee, das stimmt gar nicht. Also, wir bekamen ja, wie gesagt, Attack-Bonus müssen wir eingeben. Das ist in dem Prinzip, weil das eine Waffe ist, einfach unsere Stärke. In dem Fall greifen wir an mit Plus. Haben wir einen Attack-Bonus von plus 6. Bei Fernkampfwaffen müsste das Dexterity, also Geschicklichkeit sein. In dem Fall nur plus 2. Weil, wie gesagt, Fernkampf ist mit Geschick ausgelegt. Und dann müssen wir nochmal gucken, der Schaden, der war doch hier noch, müssen wir auch noch eintragen. Fangen wir an mit dem Longsword. Das Ding macht einen W8 Schaden. In diesem Sinne. Ein W8 plus unseren Angriffsbonus. Da wir allerdings nochmal den Dueling haben, machen nochmal plus 2 Damage, heißt das, wir machen ein W8 plus 8 Schaden. Wie geil, das heißt, wir können in einer Runde 16 Schaden machen, wenn wir gut würfeln. Dann haben wir den langen Bogen. Er macht, wo ist er denn? Auch einen W8 Schaden. Aber wie gesagt, da wir dann leider mit Dexterity machen, macht das nur plus 2 Schaden. Das heißt, wir können maximal aber immerhin auch 10 machen. Die leichte Armbrust müsste, glaube ich, ja, die macht auch einen D8 Schaden. Plus nochmal Dexterity. Jo, das sieht doch schon mal gut aus. Was ich beachten müsste. Wie gesagt, dann haben wir hier noch Sachen wie Initiative, Speed. Inspiration ist was Lustiges, da können wir quasi euch quasi mit dem Spielleiter dazu absprechen. Und ist so trocken, sorry. Und wenn ihr quasi was Episches gemacht habt, bekommt ihr quasi Inspirationspunkte dazu. Und wenn ihr genug dazu gesammelt habt, könnt ihr durch mithilfe dieser Inspirationspunkte quasi einen verkackten Wurf mal wiederholen. Beziehungsweise, ich habe auch von Leuten gehört, die sammeln die Inspiration und können dadurch dann quasi ihre Hauptwerte erhöhen, was nochmal ein etwas anderes Licht, was nochmal ein bisschen.
quasi normale Charakter verstärken kann. Dann haben wir hier noch Personal Traits, also persönliche Angaben, die Ideale, was möchte euer Charakter verfolgen, Bonds, woran seid ihr gebunden sind, und Flaws, was könnt ihr eigentlich nicht leiden, beziehungsweise das ist jetzt so eine grobe Setzung von mir, man möge mich doch da bitte wieder korrigieren. Dann haben wir hier unten noch Featured and Traits, Hautfarbe, Augenfarbe ist durch alles umgelandet, beziehungsweise ihr habt hier noch ein freies Feld, da könnt ihr noch gerne ein Bild von einem Charakter malen. Dann haben wir noch Allies und Organizations. Ist unser Charakter vielleicht irgendeine Organisation dabei oder sonstige Sachen? Dann Additional Features und Traits. Kann unser Charakter noch was Besonderes? Das haben wir ja allerdings schon alles vorne eingetragen, beziehungsweise da kommt noch ganz viel mehr. Dafür wird dieses Kästchen auch ganz gut sein. Und dann haben wir noch die Treasures, unsere Schätze, und dann haben wir noch hier Charakter-Backstory. Ihr könnt dann quasi noch eine kleine Story für euren Charakter schreiben. Kommen wir allerdings jetzt mal zu dem, mal gucken. Actually, Features and Traits. Okay, dann schreiben wir einfach hier bei den Traits rein. Wir haben uns ja vorhin das Dungeoneers-Pack gekauft. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist da alles drin? Also, wir haben einen Backpack, einen Rucksack. Also, wir haben Backpack, einen Rucksack. Wir haben eine Crowbar, ein Brecheisen. Wir haben einen Hammer. I had a hammer, a hammer in the morning. Wir haben Pitons, 10 Stück. Ich habe jetzt keine Ahnung, was Pitons sind. Aber wofür hat der liebe Gott jetzt mal kurz das Internet erfunden? Wir schauen mal ganz kurz nach. Der nette Google-Übersetzer wird uns da bestimmt weiterhelfen. Jetzt sofort Licht ins Dunkle bringen. Einen ganz kurzen Augenblick bitte, aber dadurch, dass ich jetzt hier gerade streame und so, ist meine Verbindung jetzt gerade nicht die beste. Dann möge mir das bitte verzeihen, ist leider so. So, Übersetzer, was sind Pitons? Das ist wirklich richtig geschrieben. Pitons. Ja. Der Google-Übersetzer weiß es auch nicht, obwohl weitere übersetzen. Felshaken. Ach, der Felshaken. Ah, wenn wir quasi auch hochklettern wollen, dann können wir uns da einen Haken erbauen. Ah, er weiß also auch ein bisschen was. Sehr schön. Dann haben wir 10 Torches, also 10 Fackeln. Dann haben wir eine Tinderbox, das ist ein Feuerstein, womit ihr euch dann quasi, müsst ihr euch vorstellen, eine Art Feuerzeug, aber wo halt eben so ein Stein ist und ihr klappt einen Stein aneinander und könnt euch dadurch quasi ein paar Funken machen und euch halt quasi eure Fackel anzünden oder Kerzen oder hast du nicht gesehen. Apropos, dann haben wir 10 eine Ration von 10 Days of, also 10 Tage Ration. Einen Wasserschlauch. Ein Waterskin, ein Wasserschlauch. Ja, und wir haben ein Seil. Seil und das Seil ist 50 lang. Ein Hanfseil übrigens. Wichtige Angelegenheit. So, das sind unsere Sachen, die wir mit dabei haben. Dann habe ich noch irgendwas vergessen.
Also wie gesagt, das sind einfach, das sind, wie gesagt, so Sachen. Sachen, die kann man jetzt als Hardcore-Fan und so machen. Aber ja, okay. Initiative kann ich schon mal ganz kurz erklären. Quasi, ihr beginnt einen Kampf und ihr müsst einen W20 werfen. Dann das Ergebnis plus eure Dexterity, also eure Geschicklichkeit. Und je höher ihr würfelt, desto höher ist halt eben eure Initiative. Und je höher die Initiative ist, desto eher seid ihr im Kampf dran. Habt ihr die höchste Initiative, seid ihr natürlich, weil der Kampf hier rundenbasiert ist, direkt als erstes dran. Okay, das wäre soweit der Kämpfer. Obwohl Speed, kann ich ja mal ganz kurz was nachgucken. Ich meine, das wären 30 Fuß gewesen. Falls ihr das Ding mal mit einer Dungeon-Mappe oder so spielt, dann zeigt das nämlich an, wie weit ihr nämlich gehen könnt. Moment. Sehr lustig. Ich habe für jede Rasse fast Notizen, bis auf die Menschen. Die sind aber auch im Einfachsten zu erstellen, muss ich dazu sagen. Weil, wie gesagt, die kriegen nur. Alle ihre Attribute werden um plus 1 erhöht. Und ist dann eigentlich nicht viel. Ja, doch, wir konnten 30 Feet uns bewegen. Also 30 Fuß können wir uns bewegen. 30 Fuß, das ist jetzt eine Angabe, die ich jetzt unbedingt auswendig rechnen kann. Deswegen lassen wir das mal. Und dann muss ich noch einmal kurz auf die Tabelle gucken. Ja, das war's schon. Und schon habt ihr euch einen Kämpfer gebaut. Das war's. Wie gesagt, einfach nur Rasse auswählen, beziehungsweise gucken, was ihr wollt. Macht euch ein paar Werte schon mal parat. Und dann, ach ja, und wir können natürlich auch noch verschiedene Sprachen lernen. Das können wir auch noch mal ganz kurz machen. Na, egal. Ja, wie gesagt, wir sprechen zum Beispiel Common. Common, die gemeine Sprache, plus eine Sprache unserer Wahl. Ich sage einfach mal, wir sind noch, wir können noch Elfisch. So. Weil der wahrscheinlich einen elfischen Freund hat oder irgendwie eine elfische Geliebte oder so. Features and Traits, da, ich glaube, die Sänger, ich glaube, all die Sachen, die ich jetzt hier getragen hätte, hätte ich jetzt auch quasi auch hier eintragen können, hätten wir nur ein Blatt benötigt, aber egal. Gut, wie gesagt, dann könnt ihr auch eingeben, Spieler, euren Name, den ihr habt, also euer Name, Players Name, immer euer Name, weil es ist ja euer Charakter, den ihr spielt. Alignment, ich kann dieses Wort nicht aussprechen, es tut mir leid, aber wie gesagt, das ist, wie gesagt, Gesinnung eures Charakters. Zum Beispiel, ist der jetzt, ist er gut, ist er böse, aber wie gut, wie böse ist er jetzt oder ist er einfach neutral? In unserem Fall, unser Kämpfer ist einfach mal neutral. Neutral. Und nichts dahinter. Es gibt, wie gesagt, noch, gibt's Lawful und, also Lawful rechtschaffend. Wenn du etwas rechtschaffend Gutes bist, dann scheiß drauf, du tust das immer für das Gute. Dann gibt's natürlich noch Lawful Evil. Scheißegal, ist es immer für dich, denn du bist der Böse. Bis hin zu, neutral gut. Du möchtest zwar das Gute einsetzen, bist aber bereit, andere dafür zu opfern. Dann hast du Chaotic gut. Kurz zur Erklärung. Chaotic Evil wäre zum Beispiel Joker. Das heißt total wahnsinnig. Aber, und Chaotic gut wäre halt irgendwie so, du bist bereit, das Gute zu tun, du bist aber auch bereit dafür, alles zu opfern, solange es nicht dein eigenes Leben ist. Okay, wie gesagt, das wäre zum Beispiel jetzt mit dem Fighter gewesen. Wir gehen gleich direkt weiter. Und okay, ich mache das hier noch ein bisschen. Sonst diesmal nur. Wir machen weiter mit unserem lieben Cerec. Da muss ich noch einmal ganz kurz ein bisschen ein bisschen settern. Ist leider nur so, wenn du nur das Buch hast und nicht das PDF, dann ist das ein bisschen umständlich. Aber persönlich, ich muss sagen, ich mag Bücher. Ich mag Bücher wirklich sehr gerne. Ich finde die super cool. Alles klar. Ne, nur das. Okay. Also, wir machen dann weiter mit unserem kleben Kleriker. Unser Kleriker Sacris ist ein Dragonborn. Ein Dragonborn. Wer es nicht kennt, Dragonborns müsst ihr euch vorstellen quasi als Echsenmenschen. Ich kann da mal was zeigen.
Beziehungsweise ich muss halt noch einmal kurz aufmachen, was sehe ich denn? Ich habe es an der Kamera halte. Müsst ihr euch dann quasi so vorstellen. Spiegelverkehr in der Kamera. Tut mir leid. Man sieht es nicht genau. Okay. Ungefähr so müsst ihr es euch schon vorstellen. Und was man jetzt nicht auf dem Bild sehen kann, ist, sie haben noch einen Schwanz. Vielleicht dazu. Alles klar. So, dann mache ich das Ding hier nochmal ganz kurz zu. Und ja, wie man es auch sieht, ich habe schon mal ein paar Sachen eingetragen. Und wir haben auch schon wieder ein paar Grundwerte, die jetzt nochmal wiederum geändert werden. Allerdings, wir haben jetzt mitbekommen, als Mensch hat man nicht sehr viele Sachen, deswegen kriegen Menschen immer plus 1 auf alles. Dragonborns hingegen, unsere Stärke erhöht sich um 2. Ein guter Kämpfer. Und mein Charisma erhöht sich nochmal um 1. Alles klar. Dann muss ich nochmal ganz kurz. Ich habe das Ding jetzt schon so oft benutzt. Ich müsste die Tabelle letztes Mal auswendig kennen. Mittlerweile mal auswendig kennen. Okay, also unsere Stärke ist 16. Wir kriegen einen Bonus von plus 3 auf Stärke. Unsere Geschicklichkeit ist 10, wir kriegen da 0. Unsere Konstitution ist 14, wir bekommen da plus 2. Unsere Intelligenz ist 12, das ist plus 1. Unsere Weisheit, muss man dazu sagen, Kleriker Zauber mit Weisheit, deswegen hat er auch da den höchsten Wert bekommen. Er ist nochmal plus 2, auch wenn sich das jetzt leider durch die Rasse der Stärke ein bisschen erhöht hat, das habe ich noch nicht bedacht. Und wir bekommen nochmal plus 1 auf Charisma. Es ist doch sehr schön, dass der nochmal gestiegen ist. Dann haben wir irgendwas. Dragonborn Speed. Ja, das können wir auch schon mal eintragen. Unsere Geschwindigkeit sind wieder mal 30 Fuß. Ja, und kriegen natürlich wieder als Level 1 Charakter wieder plus 2 Proficiency Points. Da muss ich gleich mal nachgucken, denn wir bekommen noch mehr. Wir bekriegen noch mehr. Und zwar, das muss man jetzt mal zu sagen, Dragonborns haben, auch wenn da das Wort Dragon drin kommt, sie sind keine Drachen. Es sind wirklich nur Ex-Menschen. Muss man Gott sei Dank zu sagen. Und es hat auch, tatsächlich haben sie die sogenannte Breath Weapon, also die Atemattacke. Diese variiert aber je nachdem, welche Hautfarbe sie halt eben haben. So, wir gehen nochmal ganz kurz hin. Okay, also, müssen wir uns mal überlegen, was hätten wir denn zum Beispiel? Breath Weapon, muss man dazu sagen, wenn der die einsetzt, dann darf der Gegner einen Dexterity-Rettungswurf machen. Gelingt es dem, passiert ihm nichts. Gelingt eben nicht, dann darf unser Dragonborn einen Schaden von 2 W6. Breath. Denkt er wieder so. Und wie geht's euch so? Ah, geht wieder. Alles klar. Breath Weapon. Mal rein. Damage to die 6. Der Musch. So, dann haben wir natürlich noch was anderes. Jetzt macht er erstmal so. Da haben wir Draconic Ancestry. Draconic Ancestry. Man muss dazu sagen, das beeinflusst sowohl also die Sache mit dem ja, sorry, jetzt hatte ich kurz eine. Ich war kurz weg. Tut mir leid. Ich muss dazu sagen, ich bin noch ein bisschen müde. Aber ich habe heute Freude und ich habe noch irgendwie so viel zu tun. Scheiße, ich weiß gar nicht, ob das so da. Um es zurückzukommen. Draconic Ancestry setzt sich tatsächlich ein bisschen raus mit der Hautfarbe unseres Dragonborns. Denn zum Beispiel ein
Schwarz ist Dragonborn, das beeinflusst auch übrigens unsere Art, unsere Breath Weapon. Wenn wir zum Beispiel einen schwarzes Dragonborn haben, einen schwarzen Dragonborn, dann ist unsere Breath Weapon mit Säure. Dann schießen wir Säure. Der Vorteil wäre allerdings, dass wir selber gegen Säure nur die Hälfte der Schaden, des Schadens erleiden. Deswegen müssen wir nicht mal einmal hier kurz auf eine Skin einigen. Ich würde vorschlagen. Ja, machen was Typisches. Sagen, wir sind Bronze. Bronze wird's spielen. Oder? Moment. Nee, Brass. Brass, kurze Erklärung. Kupfer. Hautfarbe ist Brass, das ist wie gesagt ein bisschen da wahrscheinlich. Und das heißt, wir sind jetzt Brass. Man muss dazu sagen, es gibt wie gesagt verschiedene Drachen in dem Universum von D&D. Farbige Drachen sind immer böse und die metallfarbenen Drachen sind immer gut. Das kann man auch ein bisschen gucken, wenn man jetzt mal das Monster dann mal zur Hand nimmt, da kann man es auch mal ein bisschen bespielen. Da wir nun ein Bronzene sind und hier sind ein Kleriker, wird übrigens natürlich sind die Jungs auch voll gut. Jetzt bin ich wieder abgesprungen, deswegen. Also die Brass, die Kupfernen, kriegen dadurch natürlich, muss dazu sagen, die. Was ist denn hier los? Das ist so schön. Es ist übrigens Eistee, was ich trinke, ja. Da ist kein Alkohol drin, ja. Da kann man es mal sehen. Eistee, Zitrone, das ist es, was ich trinke. Alkoholfrei natürlich. Wo war ich jetzt hin? Genau, also die Kupferfarben, in dem Fall mit unserem Dragonborn, ist jetzt ein kupferfarbenes. Und die Kupferfarben haben das Element Feuer. Das heißt, sie machen einen, ja, unsere Breath Weapon spucken wir Feuer. Und wir haben, wie gesagt, Damage Resistance gegen Feuer. Das heißt, wenn uns jemand mit, wenn uns ein Magier angreift mit einem fetten Feuerball, dann macht du 10 Schadenspunkte. Mit diesem Feuerball bekommen wir selber nur 5 davon ab. Alles klar. So, dann haben wir Damage Resist. Kurz ich das mal ab. In dem Fall ist das Feuer. Und wie gesagt, nochmal ganz kurz. Haben wir jetzt hier AIDS plus Con Bonus plus Proficiency Bonus. Ah ja, man muss für die Atemwaffe übrigens nur eine kurze Rast einlegen, nämlich nur 4 Stunden. Und die DC for Saving Throws equal. Okay, also wenn man eine Atemwaffe gegen einen Gegner setzt, dann darf der Gegner einen Rettungswurf machen, der besteht aus, und zwar da muss er einen WC machen, der besteht aus ein W20 muss er werfen. Und das Ergebnis wird gerechnet plus 8 plus den Konstitutionsbonus. Moment. Doch, ja. Der Gegner darf, wie gesagt, einen Rettungswurf machen. Mit einem W20. Dieser wird berechnet mit plus 8. Immer plus 8. Plus der Konstitutionsbonus des Gegners. Plus der Proficiency-Bonus. Was ja schon mal nicht gerade wenig ist. Der Schwierigkeitsgrad wird dann, glaube ich, vom Spielleiter festgelegt. Ich würde mal sagen, der Standard ist 15. Sollte er also dann eine 15 oder weniger würfeln, sollte er dann eine 14 oder weniger würfeln, dann darf das Dragonborn gerne seine Atemwaffe einsetzen und damit Schaden machen. Und sollte der Gegner es übrigens den Wurf schaffen, passiert nichts. Er weicht dann einfach aus. So, haben wir sonst noch was? Damage Resistance? Nee. Naja, natürlich, das hatten wir eben noch vergessen. Sprachen. Wir sprechen von Anfang an Common, also wir haben eine Sprache. Dann, wir sprechen Draconic. Draconic, you should to, irgendwas schon da, schon so.
Also, wir können sprechen, schreiben und auch lesen, übrigens, muss man dazu sagen. Und Draconic ist quasi eine ziemlich alte Sprache, ist auch quasi die Sprache der Drachen. So. Damit haben wir zumindest das Dragonborn jetzt fertig. Oder den Dragonborn. Machen wir mal weiter, denn unser Dragonborn ist ja ein Kleriker. So, also wir fangen an. Wir haben Professionals in die Bonus plus 2 haben wir schon mal. Dann schon mal unsere Rettungswürfe sind Weisheit und Charisma. Okay, wir haben Stärke, in dem Fall haben wir plus. Plus 2. Intelligenz plus 1. Wisdom haben wir plus 2, plus Proficiency sind dann plus 4. Und weil er uns auch natürlich beschneiden muss, geben wir noch Wissen auf Medizin. Okay, dann beginnt mal wieder das alte Spiel. Dexterity haben wir 0. Animal Handling plus 2. Wissen Arcanes ist Intelligenz, da haben wir plus 1. Athletics mit Stärke haben wir plus 3. Eine Deception mit Charisma haben wir plus 1. Sorry, wir haben Intelligenz 1, weil wir haben ausgewählt, das Skill ist, haben wir da plus 3. Einsicht ist wieder die Weisheit, in dem Fall plus 2. Intimidation ist Charisma, plus 2. Investigation ist wieder Intelligenz plus 1. Medizin ist Weisheit, 2 plus 2 sind 4 haben wir dann da drin. Natur ist wieder plus 1. Wahrnehmung ist wieder unsere Weisheit, in dem Fall plus 2. Performance ist Charisma, plus 1. Sensation, das ist wieder Charisma, plus 1. Religion ist wieder mit Intelligenz, plus 1. Deeds of Hand ist wieder Dexterity, das müsste, ja, 0. Step ist wieder Dexterity, also 0. Und Survival ist wieder Weisheit plus 1. Okay. Dann machen wir mal ganz kurz, was haben wir jetzt noch? Okay. Ja, dann kommen wir jetzt wieder zur Ausrüstung. Ähnlich wie der Kämpfer, unser Dragonborn hat auch wieder 200 Gold zur Verfügung. In dem Fall, wir können auswählen als Waffe einen Mace, also einen Morgenstern oder einen Kriegshammer, wenn denn gelernt. Das heißt zum Beispiel ein Zwerg, wenn ein Zwerg zum Beispiel ein, weil man muss dazu sagen, ein Zwerg kann als Charakter, wenn du ihn erstellst, direkt am Anfang verschiedene Waffen ausnehmen. Du könntest zum Beispiel auch irgendwie einen alten Magier oder so spielen. Der dürfte immer einen Hammer, eine Handaxt oder eine Kampfaxt tatsächlich benutzen. Das liegt nämlich denen entgegen. Da wir allerdings nicht damit ausgebildet sind, bekommen wir einen Mace. Und wir schauen noch direkt, nee, das ist die falsche Seite. Und wir schauen noch mal direkt Mace. Oh, der ist günstig. Der kostet nur 3 Schaden macht er. Ja. Okay, dann eine Schuppenrüstung, eine Lederrüstung oder eine, wenn er dann eine Kettenrüstung, wenn er es macht. Mal ganz kurz nachgucken. Das ist alles so qualm, ich finde es.
Steht da irgendwas? Nein. Okay, also unser Dragonborn kann keine Kettenrüstung benutzen. Dann schauen wir mal ganz kurz Gamel oder Leather Armor. Okay, ich würde sagen, unser Dragonborn bekommt eine Scalemail. Schuppenrüstung, das passt ja auch gut. Eine Scalemail, die ist ziemlich cool, die macht erst einmal, plus Dexterity Modifikator. Okay, da wir Dexterity nicht haben, ist die nur mit 14 erstmal ausgestattet. Dann eine leichte Armbrust und 20 Bolzen oder eine andere simple Waffe. Ich würde immer sagen, da wir eh keine Dexterity haben, sollten wir am besten in den Nahkampf mit diesem Kern gehen. Was können wir nehmen? Oder any simple melee weapon. Das wäre dann eine gute melee weapon. Great Club. Ne, es sind zwei Hände, das bringt uns nichts. Cycles. Ja. Wie gesagt, er kann zwar keinen Kriegshammer benutzen, aber er darf einen leichten Hammer benutzen. Leichten Hammer. Der macht ähnlich wie der Mace, plus 3. Er ist allerdings ein bisschen schwächer, glaube ich. Ja, der macht nämlich nur einen D4 plus 3 Schaden. Dann kriegen wir ein Priester-Pack oder ein Explorer-Pack. Oh, da habe ich mal gerade nicht nachgesehen. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt hätte ich hier abgezogen. Die Scale-Armor muss ich noch abziehen. Die ist 50 Gold kostet die und der leichte Hammer kostet nochmal 2 Gold. Dann kriegen wir noch ein Priester-Pack oder ein Erkundungspack. Also Priest-Pack oder Explorer-Pack. Ich würde sagen, wir sind ein Kleriker. Ich gebe ihm das Priest-Pack. Das macht irgendwie für mich persönlich ein bisschen mehr Sinn. Priest-Pack. Okay. Dann ein Schild. Wir bekommen ein Schild. Das Schild, das war plus 1, meine ich, mich zu erinnern. Nee, plus 2 ist dran. Das gibt uns nochmal plus 2 IC. AC Armor Class, unsere Ausverteidigung. Das heißt, wir haben jetzt eine Armor Class von 16. Das ist schon mal ein bisschen besser. So. Aber übrigens gleich mal kurz Pause, ich baue ihn jetzt noch zu Ende. Mache ich gleich erstmal kurze Pause. Dann Schild. Schild kostet nochmal 10. Haben wir noch 133. Und wir bekommen unser heiliges Symbol. Alles klar. Ich meine aber Holy Symbols oder so sind umsonst, oder? Holy Symbol. Ja, Holy Symbols sind umsonst. Wie bekommen wir so dazu? So, aber wo wir jetzt hier gerade sind, da können wir gucken, was ist denn alles im Priest Pack? Das hat einen Backpack, also auch einen Rucksack. Ein bisschen mal hin. Oder ein Big Pack, oder? Ja. Hat eine Blanket, also eine Decke. Wir haben 10 Kerzen.
Wir haben eine Tinderbox. Wieder eine Tinderbox. Eine Almsbox, also eine Box für die Spenden, ein Almosen an die Armen. Almosen für die Armen. So ungefähr war das. Zwei Blöcke. Inzest. Weihrauch. Sense. Müsste ich dann quasi vorstellen, wie beim Weihrauch in der Kirche. So. Dieses komische Ding, was immer schwenkt und so komisch qualmt. Das ist, wie gesagt. Dieses Incense kommt da rein und dieses Sensor ist dann dieses Metallding, was so hin und her geschaufelt wird. So. Investment. Muss ich ganz ehrlich sagen. Würde ich gerne nochmal nachgucken, weil da habe ich jetzt gerade echt keine Ahnung. Westman ornat das Gewand. Ach, die Robe. Eine Priesterrobe ist das. Okay, oh Gott, was habe ich mir da im Bein gedacht? Wir haben Ration für 2 Tage. Und ein Wasserschlauch. Und wir haben ein Rope, also ein Seil. Und dieses Seil hat eine Länge von, ich meine, es waren auch wieder 50. Ne, Quatsch, ich habe mich in der Reihe vertan, wir haben gar kein Seil. Ne, das war's schon, ja. Priester Pack kostet übrigens 19, das heißt, wir haben da 6, 24, 14, 114 Gold haben wir noch da. Wie gesagt, der Krieg hat alles von der Küche gestellt. Da muss er kein nichts viel bezahlen. Ich hasse es. So, wie gesagt, wir haben jetzt schon alles, haben wir auf den ersten Block eingetragen. Deswegen müssen wir auf dem zweiten Block nicht sehr viel tragen. Außer den Namen vielleicht und ein paar andere Sachen. Wir haben ja hier unsere Hautfarbe noch mit angegriffen. Dann haben alle bis auf den Kämpfer, und ich weiß nicht, ob der Barbar out ist auch, das muss ich nachher nochmal checken, dann nochmal. Haben wir noch die Spellcaster List. Und das ist vor allem, wie der Name schon sagt, Spellcast. Vier Charaktere da, die halt magisch begabt sind. In dem Fall unsere Spellcasting Class ist der Kleriker. Ich muss nochmal ganz kurz. Ich habe mir das irgendwo anders notiert, weil in einer anderen Klasse. Ne, das ist eine andere Notiz. Tool Preference. Ah, hier bei den Apps habe ich das notiert. Okay. So, also Spellcasting Ability. Unsere Stärke, das ist einfach nur unser Intelligenzbonus. Der ist 0, glaube ich. Ne, Intelligenz plus 1 sogar. Spellcasting Intelligenz ist plus 1. Unser Spell Save, DC, es ist unser Rettungswurf gegen magische Angriffe, das sind 8 plus Intelligenz, in dem Fall sind das 9. Und dann haben wir noch unser Spell Attack Bonus, das ist unsere Profession, in dem Fall ist das 2. Mit Intelligenz ist 1, also sind das 3. Das heißt also, wir können. Wie gesagt, nochmal zusätzlich 3 Schaden, wenn wir einen Angriffszauber machen. Das würde also bedeuten, wenn wir unseren Damage machen. Unsere das will ich doch gar nicht. Oh, shit, 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 shit.
Hat er das jetzt ausgehen? Oh, nö. Scheiße. Ah, ich liebe es. Minimieren. Und das nochmal vergrößern. Ah, alles klar. Wenn ich da und wenn ich da bin, bin ich wieder mein. Ja, er hat es nämlich rausgezogen. Das ist jetzt du. Runde. Speichere den mal ab. Natürlich, also im Livestream ist natürlich super. Egal. Zurück zum eigentlichen Thema. Unser Kleriker bekommt noch zwei Dinge. Er bekommt nämlich noch ein paar Zaubersprüche. Und er darf sich eine Domäne aussuchen. Ah, nee, ich habe einen Fehler gemacht. Mit Intelligenz, das geht natürlich alles nur bei den Magiern. Ja, sind ja Wisdom. Das heißt, unser Safe EC ist 8 und plus mein Professionsbonus 9 plus mein Weisheitsmodifikator, wenn er das Ding jetzt hier irgendwie hat. Ja. Mein Weisheitsmodifikator ist ja 4. Also mein Spellcasting-Dings ist jetzt wie gesagt 8 plus mein Präsentationsbonus sind 10 plus ist 14. Oha. Ein Spell-Attack-Bonus, Spell-Attack-Modifikator, müsste auch der sein. Meine Profession und mein, das sind 2 und das müsste 4. Ja, 2 und 4 sind 6. Alles klar. Use your wisdom when you're setting your foe for DC. Casting Ability. Wisdom ist das wahrscheinlich. Ach Quatsch, ich muss das ja mit Weisheit machen und Weisheit ist bei mir 4. Das ist, wenn ich das falsch notiere. Lesen kann jetzt kleinen Vorteil, das ist ja schon was. So, nochmal zurück zum Thema. Wir bekommen 3 Nullerzauber und 2 Einsatzzauber. Dazu gehe ich einmal ganz kurz in die Zauberliste von diesem wunderschönen Buch. Mein Warlock, das will ich aber nicht. Druiden, Paladine, Ranger, Sorcerer, Cleric, alles klar. So, ja, gute Idee. Wir geben, unser erster gibt es das Guidance. Guidance. Unser zweiter ist Light. Und was haben wir denn noch? Spray, Spell the Dying. Ja, wir gucken nochmal, was ist denn Spread Dying? Muss ich das mal wieder suchen. Dying. The Dying, okay. You touch a living creature that has 0 hit points. The creature becomes stable. The spell has no effect on undead or construct. Ja, schon mal lustig. Mean Ding. Was ist denn Mean Ding? Meaning. Transportationsnetkim. This spell repairs a single break. Or tear in any object you touch, such as a broken chain link. Ah, man kann wieder Sachen wieder reparieren. Resistance. Was war denn nochmal? Resistance. Regeneration is Ray of Frost. Resistance. You touch one willing creature once before the spell ends. The target gets a roll. Can roll a D4 and add the number collection on saving throws at the choice. Ah, das ist doch gut hier. Resistance, also Widerstand. Machen wir noch dazu.
Das sind unsere Catnaps, die wir bekommen. Dann bekommen wir noch zwei Einsatzbusche. Was könnten wir... jetzt bin ich natürlich wieder komplett weg von der Liste. So, Level 1. Können wir zwei nehmen. Nehmen wir auf jeden Fall... Moment, also wir haben... zur Auswahl. Würde ich sagen, auf jeden Fall, wir sind ein Kleriker, können ein bisschen heilen. Wir haben Cure Wounds. Also Wunden heilen. Und dann noch ein bisschen runter. Und was können wir noch? Detect Evil and Good, Detect Magic, Healing Wounds, Guiding Bolt. Oh, hier Guiding Bolt, der ist geil. Den mag ich. Guiding. Das ist unser zweiter. Und es ist halt eben jetzt so. Wir haben zwei Einser, wir haben insgesamt zweimal, das heißt, wir können entweder zweimal den einsetzen am Tag, oder zweimal den, oder jeweils einmal den an dem Tag. Danach braucht der Kleriker wieder eine lange Pause, um dann quasi seine Magie wieder aufzuladen. So. Jetzt, kommen wir zu was anderem, da muss ich nochmal auf das Blatt gehen, und muss da, ne, diese Gurt ist okay. Wir bekommen nämlich noch eine Domäne. Die Domäne, die unser Kleriker verfolgt, die Divine Domain. Choose one of each domain is detailed at the end of the class. And one of the choose grants you domain spell and other creatures that you choose. So, Divine Domain. Was haben wir denn? Hier haben wir Knowledge Domain, also Domain des Wissens. Lebensdomäne, die Lechtdomäne. Domain in der Natur, Tempest Domain, Trickery Domain, War Domain. Ah, man, ist so viel. Oh, ist doch schon mal was. Tempest, Folklore. Und das war die Tempest. Hier ist noch was Interessantes. Bonus Proficiency. Du bekommst ab Level 1, erhöht sich. Ein Kenntnis mit Kampfwaffen und schweren Rüstungen. Ist da was hier? War ich jetzt? Muss mal gucken. Wir haben jetzt, wie gesagt, die Tempest Domain. Und dann haben wir, wenn er es aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund jetzt auch hier hingetan hat, ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund hat er mir jetzt dieses eine Charakterblatt in den zweiten Ordner gemacht. Ich speichere den mal ab. Einen Kleriker gebaut. Das waren jetzt 1,5 Stunden. Was eigentlich hätte ein bisschen schneller gehen sollen. Und jetzt habe ich hier gerade dieses Dings da. Es ist schön, wie gesagt, ich wollte mir den auch mal zwischenspeichern. Chris ist der Name. Den speichern wir erstmal hier. Okay, Leute, das war, wie gesagt, der Bau meines Klerikers, der Bau meines Kämpfers. Machen wir das jetzt Konsequenzen, dann speichere ich das Ding auf mit den anderen. Und dann, ja.
Würde ich mal sagen, bauen wir gleich noch ein Paladin. Testweise. Ich habe da ehrlich gesagt noch keine Erfahrung drin, deswegen gedacht, ich mache das mal aus Jux und Dollerei. Bevor wir das machen, ich speichere erstmal die anderen dazwischen. Und ich würde fast sagen, wir sind schon über eine Stunde dabei. Ja, das würde ich sagen, ich würde den Stream erstmal beenden, mal kurz 10 Minuten Pause machen und mich dann, sag mal, um spätestens 6:45 nochmal hier auf dem Kanal mit dem zweiten Teil anzumelden. Ist jetzt alles ein bisschen spontan, wie ich es wollte, aber ich denke mal, das wird eins für mich besser sein.